Hallo, liebe Leute. Hallo, liebe Leute. Thomas hat was vorbereitet. Bin ich ein Papagei? Thomas hat was vorbereitet. Heute ist Montag. Alle haben gute Laune. Guck mal hier, was krass ist. Hab ich jetzt ganz neu erfunden. Aber ich zeig dir was krasses hier. Super krass, ist noch nirgendwo. Ich sag dir, das wird der neue Shit auf YouTube. Das werden jetzt alle machen. So, ich nehme hier den, der ist aus Stein, ja? Das ist Stein. Mhm. Das ist, warum war er eingepackt? Stein mal, für die Deko, den habe ich aus dem Garten. So, pass auf, ist hier richtig krass. Richtig krasser Shit. Guck hier, damit werden die YouTube-Millionäre. So, pass auf. Ihr hochwertiges Asiamesser. Und jetzt guck, schneide ich Stein durch. Oh. Oh, das geht ja durch wie Butter. Krass, ist ne? Das krass. Krass, ne? Boah, Alter. Habe ich Stein geschnitten. Gut, ne? Mhm. Ich sag dir, da werden jetzt die ganzen großen YouTuber werden darauf jetzt so React-Videos machen. So, und jetzt hier Stein geschneiden. Das Tag. Brennt. Oh, Alter, das riecht echt heftig. Ja, hallo. Wie geht's euch denn so? Heute ist Montag. Sagtest du schon. Eben war gerade unsere neue Praktikantin da. Wann die fängt ab Mittwoch an. Ab Mittwoch. Ab dem 1. Jetzt denken sich natürlich alle, ja, ich habe mich auch beworben. Ist klar, dass ihr wieder die Frauen nehmt. Nee, ist gar nicht so. Haben wir einfach so ausgewählt. Ist jetzt die dritte Frau erst. Die dritte Frau? Ich war die erste weibliche Praktikantin, dann Sarah. Überhaupt haben wir einen ganz schönen Verschleiß, ne? Naja, es ist ja Praktikantenzeit, ist nun mal ja absehbar. Wer war der beste Praktik bis jetzt? Sepp. Kann man das so sagen oder nicht? Emotional, würde ich sagen, Sepp. Nee, kann man das so sagen oder andere zu beleidigen? Naja, wenn hätten wir erst zwei Praktikanten gehabt, wäre das für den zweiten jetzt blöd. Aber da man ja schon mehrere hat und wir jetzt keine Top 10 machen, ist es für die anderen, glaube ich, okay. Ja, okay. Also eigentlich waren alle nett bis jetzt. Und alle auch sehr gut. Außer einer. Egal. Einige sind handwerklich sehr gut, ob es nun Videoschnitt oder Kamera ist. Einige können sehr gut schreiben. Als ich nämlich noch Praktik war ich nicht gut. Ich war, glaube ich, nie Praktik. Du warst nie Praktik. Ich glaube, Sepp war unser kleines Nestchen. Baby. Ja. Dann Lennart, der war technisch sehr gut. Dann, den hatten wir noch jetzt hier, Felix. Dann, Felix hat uns Pizza gemacht. Pizzaschnecken. Habe ich auch vertagt. Sarah war sehr nett, auch gut. Also kommt auch ihr Handwerk. Auch Kamera erstaunlich. Auch Kamera, ja, die stimmt. Hat ja sogar bei Georg und Jockel schon Kamera gemacht. Ah ja, richtig, ja. Und stimmt, wir hatten mal so ein Schminkvideo gemacht. Ja. Da hat sie auch Kamera gemacht. Das erste Mal, da war ich überrascht, dass das so ruhig war. Haben wir irgendwie ihn vergessen? Wir hatten mal noch einen Schülerpraktikanten in 2 Wochen. Aber mit dem habe ich immer FIFA gezockt. Das war's. Und jetzt übermorgen kommt schon wieder eine neue. Wie die Zeit vergeht, Mann. Das ist der Wahnsinn. Sollen wir nochmal ein Schminkvideo machen, eigentlich? Weiß ich nicht, können ja die Leute sagen. Soll ich dich mal schminken? Ich habe Lennart, habe ich ja auch super geschminkt. Also, ja. Du kannst das ja mal verlinken, nur unter dem Video, unser Schminkvideo. Falls Leute das nicht kennen, das ist großartig. Oder du bindest das so profimäßig YouTube ein. Ja, guck so ich mal. An der Seite bindest du das so ein, ja, machst das Video und dann machst du einen Link drauf, müssen die Leute natürlich haben. Du kannst aber auch da auch noch verlinken. Und dann. Wenn die Leute sagen, ob ich dich vielleicht mal schminken wollte. Mhm, das wäre doch ein Spaß. Also nicht nur, dass ich aus Lennart eine sehr hübsche Frau gemacht habe, vielleicht mache ich aus einer hübschen Frau eine noch hübschere Frau. Das war ein Kompliment. Ja, ich habe das schon verstanden. Okay, ich stream nachher. World of Tanks kommt, glaube ich, ganz gut an. Also die ganzen Blizzard-Fanboys bei uns im Channel, die mögen das, glaube ich, nicht so. Aber ich habe doch der Wir eine haben ja auch immer noch WoW. Ja, wir haben wir auch immer noch, ne? Ja. Schwierige Plan kommt heute auch auf. Aber ich habe doch, sind immer viele dabei, die auch Bock drauf haben. Unser Clan hat auch schon über 40 Leute. Oh, das ist viel. Mhm. Macht Spaß. Haut rein, bis später. Auf Wiedersehen. Nee, ich wollte kurz noch einmal merken, ich habe wieder leckeren Tee. Ich habe im Stream und so erzähle ich immer, wenn ich ekligen Tee habe. Deswegen kann ich auch mal erzählen, wenn ich leckeren Tee habe. Na schön. Der ist heute lecker. Mhm. Soll ich nochmal? Komm, ich mach nochmal hier. Weil es so krass ist. Also ich schwöre dir, da wird jetzt heute Nachmittag ein Video kommen, wo das einer nachmacht, in professionell. Und dann werden so große YouTuber, die besonders viel, besonders für ihre Weisheit und
Also die Großen. Weißt du, die werden ein Video machen wie, und sich das angucken und dann so, boah, ist das Butter? Ach nee, ist ein Schwamm. Oh. Schön. Euer Schnitzelmeister.